Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Escapist. Was habt ihr so zum Handeln? Holz kann man immer nehmen. Und hier ist nichts Tolles, okay. Hallo, erstmal ein paar Likes abholen, ne? Ganz klar, wie immer. So, wir sind so gut wie dabei, uns auszubuddeln. Wir haben das Loch noch nicht gegraben, wir haben noch gar nichts fertig gemacht, aber wir haben die Sachen fast komplett. Ich müsste gleich nochmal kurz gucken, wie viel wir schon bereits haben. Ich habe es jetzt nicht im Kopf. Aufnahme war von der Woche. Deswegen muss ich einmal ganz kurz gucken. Folgender Abschaum bekommt seine Zellen gefilzt. Walter und Baum. Der Walter, unser Lieblingsinsasse, ne? Weil es ist der einzige Insasse, bei dem ich mir wirklich merken kann, wo er ganz genau, wo seine Sachen sind. So, wir haben 4 Holzstreben. Wir müssen die Spitzhacke verbessern, ne? Leichte Spitzhacke, genau. Einmal müssen wir die Spitzhacke noch verbessern. Und dann können wir loslegen. Schaufel haben wir soweit, alles klar. Wobei theoretisch brauchen wir. Obwohl, wir wollten mehrere Löcher buddeln, ne? Genau, wir wollten Löcher buddeln, damit wir leichter an Schaufeln rankommen, falls unsere Schaufel kaputt geht. Im Norden liegt die Wärterbaracke, im Süden liegt der Ausgang. Wir müssen auf jeden Fall eine Feder und Tinte mitnehmen. Tinte? Feder. Perfekt. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch eine Sache, ne? Und das ist, ne? Da gefallen. Notizen, ne? Notizen müssen wir gucken. Da war die Spitzhacke. Klebeband und ein improvisierter Griff? Nein. Klebeband und Holz, oder? Klebeband und Holz. Wir brauchen Klebeband und Holz. Wir dürfen uns hier eigentlich noch gar nicht aufhalten. Weil eigentlich müssten wir zum Frühstück gehen, ne? Wir haben noch circa 50 Sekunden und dann. Das Holz! Nein! Das Holz! Ich habe etwas das Holz vergessen! Shit! Ich habe einfach das Holz vergessen, ich fass es nicht. Nein! Wie kann ich so? Ja, gut, okay. Ja. Eine Woche nicht aufgenommen und schon vergessen. Okay, ich muss mich konzentrieren. Ich darf jetzt keine Fehler mehr machen. Das kommt davon, weil ich letzte Woche aufgenommen habe und jetzt halt nicht. Naja, gehen wir zum Frühstück, wobei jetzt ist das Frühstück auch vorbei. Arbeit, wir haben keine Arbeit. Ich werde einmal kurz durchgehen. Man sagte mir, das ist die Näherwerkstatt. Okay, wir schauen uns nochmal kurz um. Gärtner. Kleidungsstelle. Kleidungsnäherstelle, meinst du? Das ist eine Kleidungsnäherstelle? Wir müssen gucken, ob das da Johnny ist. Wenn das da Johnny ist, ist das wirklich die Kleidernäherstelle. Aber das sieht aus, das sieht für mich aus, als wäre das eine Holzwerkstatt, weil da alles aus Holz ist. Oder haben wir noch irgendwo andere Kleidungsnäherzeugs? Nee, da liegt unser Schlüssel. Stimmt, wir müssen Schlüssel sammeln, ne? Roter Schlüssel war oben. Der rote Schlüssel. Wir brauchen noch einen roten Schlüssel. Okay, gut zu wissen. Hier buddeln wir uns ja durch oder graben uns durch, schlagen uns durch. Da ist Holz. Seht ihr das? Da ist nicht nur Metall, da müsste eigentlich auch Holz sein. Theoretisch. Kann auch sein, dass wir das Metall einfach nur da links ablegen. Wir müssen erstmal reingucken und gucken, was da gibt. Dass das die Näherstelle ist. Könnte natürlich sein, könnte theoretisch sein. Wir gucken mal, was für Schlüssel wir am Start haben. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer die roten Schlüssel hatte. Shit. Wir haben auf jeden Fall ein Kit. Und wir haben flüssiges Plastik. Das heißt, wir können direkt einen Schlüssel herstellen. Wir haben keine Waffe mehr, ne? Können jemanden zusammenschlagen. Shit. Müssen wir ganz kurz noch klären. Wir brauchen eine Waffe. Aber wo nehmen wir jetzt so schnell eine Waffe her, ey? Händler! Natürlich hast du keine Waffe. Wieso solltest du auch eine Waffe haben? Ich brauche eine Waffe. Wäre viel zu einfach. Alpha! Danke, mein Freund. So, wir müssen uns mehr Waffen bereitstellen, dass wir wirklich was haben, wenn wir, ja, hops genommen werden. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal herausfinden, wer die Schlüssel nochmal hatte, weil ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ich weiß das nicht. Okay, Zeph hatte schon mal nichts. Wir nehmen aber ihm auf jeden Fall die Waffe weg und lagern sie. Das wird unsere Ersatzwaffe werden. Ich glaube, ich könnte mich an die Namen erinnern, wenn ich die Namen sehe.
Oh nein! Das war illegal! Das war doch. Wieso war das illegal? Ah, verdammt. Ich habe ganz kurz gezögert. Habt ihr das gesehen? Ich habe ganz kurz gezögert, als ich davor saß. Und habe gedacht, ist das jetzt wirklich illegal, was ich dabei habe, oder ist es nicht illegal? Ein türkiser Schlüssel brauchen wir nicht. Was haben wir da hinten für einen Schlüssel liegen gehabt? Shit. Ein Schlüssel war das da hinten. Ah, wäre ich jetzt im Live-Spiel, wäre das so einfach gewesen. Oh, Mittagsapfel. Bitte nicht reinkommen, bitte nicht reinkommen. Nein! Ach, sie Lord. Lila Schlüssel. Holz. Wir prügeln uns einmal ganz gut. Wir prügeln uns nicht. Wir laufen einmal kurz zu unserem Haus hin und hoffen, dass da einfach keiner ist. Das Problem ist, sobald das Mittagsappell vorbei ist, haben wir ein kleines Problem. Mauertreppe, Mauertreppe. Denn es sieht so aus, dass wenn Mittagsappell vorbei ist, kriegen wir entweder 99% oder Ausgangssperre, weil wir nicht da sind. Deswegen lasse ich mich gleich zusammenschlagen. Können wir das bei It's Finest kurz reinlegen? Nee, das wird zu gefährlich. Wenn sie gleich ihn untersuchen, bin ich am Arsch. Ja, scheiße, was? Keine Ahnung, lege ich einfach hier hin und hoffe, dass das liegen bleibt. Schlacht mich zusammen! Ich habe meine Waffe nicht weggelegt, egal. Ging nicht anders. Haben wir noch einen illegalen Beut bei uns drinne? Ich hoffe ja. Wir haben den türkisen Schlüssel. Das ist der grüne Schlüssel. Der ist doch. Oh, der ist blau, kannst du mir nicht erzählen. Okay, wir haben einen grünen Schlüssel, um. Ja, wofür? Wofür haben wir jetzt nochmal einen grünen Schlüssel? Was wollte ich mit einem grünen Schlüssel? Was wollte ich mit dem grünen Schlüssel? Wollte ich mich da durchbohren? Zum Hoch? Das können wir auch hier machen. Ich weiß es nicht mehr. Wozu haben wir den grünen Schlüssel gebraucht? ja, wenn nicht, wenn ihr mir das kurz in die Kommentare schreiben würdet. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich weiß es wirklich nicht mehr. So, ich weiß, das war Novrik einer von denen? Oder Jason? Nee, Jason war es nicht. Novrik habe ich im Kopf. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe Novrik im Kopf. Deswegen schlagen wir ihn mal zusammen. Er hat den. Okay, der türkise Schlüssel war schon mal einer, den wir brauchten. Das weiß ich noch. Deswegen hatte ich Novrik im Kopf. Das nehmen wir. Nein, das nicht. Das kannst du behalten. Das nehmen wir dir mal weg. Ah, jetzt ist er nackt, ne? Hoffentlich stört ihn das nicht so sehr. No. Ach, das. Oh nein. Shit. Nee, ist alles. Doch, ist alles in Ordnung. Ich bin ein bisschen verwirrt. So. Ist die. Oh Gott, ich bin so scheiße dämlich. Das ist doch schon reingepresst. Da ist doch schon ein roter Schlüssel drin. Wieso produziere ich da keinen roten Schlüssel? Meine Fresse. Ah, achso, okay. Okay. Ein Intellekt fehlt mir. Ich habe zwei Beutel drin. Das ist schon mal sehr gut. Einer 20% und der andere auch 20%. Das ist nicht gut. Wir brauchen definitiv auch noch einen neuen Beutel. Wir schauen uns hier mal ein bisschen um. Es ist aber gefährlich, wenn da ein Wärter kommt. Wir brauchen unbedingt noch zwei Klebeband. Verpisst euch, ich will hier alles untersuchen. Zwei Klebeband, ganz wichtig. Oh, jetzt sieht er den Nackten, aber es stört ihn nicht. Eine Ratte. Natürlich hat der Ducklight eine Ratte drin. Warum sollte er auch keine Ratte drin haben? Eine Ratte spinnt es doch ganz normal. Ups, ich habe meinen Controller. Hast du den rausgestöpselt? Jetzt finde ich überall diese scheiß Metallbleche, ne? Ja, ich wollte schlafen, definitiv. So, nein, auch nicht. Ich weiß nicht mehr, wozu ich den grünen Schlüssel wollte. Ich weiß es nicht. Ich habe ihn höchstwahrscheinlich erstellt, um irgendwo durchzukommen. Aber ich weiß nicht mehr, wodurch. Sag mal, hat hier niemand Klebeband? Ist das euer Ernst? Ich will auf jeden Fall noch eine bessere Spitzhacke haben. Oh, Klebeband. Sehr schön. Das war Holz, oder? Holz und Klebeband. Holz haben wir doch, oder?
Naja, es wurde uns gerade weggenommen. Ich habe auch keinen Platz mehr hier drinne, ganz ehrlich. Was? Wir nehmen einen illegalen Beutel raus. Scheiß drauf, den können wir ja mitnehmen, das ist ja gar kein Problem. Oh Gott. Gerade rechtzeitig, okay. Handeln. Brecheisen brauche ich jetzt nicht so dringend. Holz. Sehr schön, ich muss das Holz noch rüberbringen. Aber dafür haben wir auch den illegalen Beutel. Allerdings bräuchten wir dann nochmal Klebeband. Klebeband wäre echt ideal in diesem Fall, ne? Oder wir legen das Holz ganz kurz mal hier drin, ne? Wir müssen ja sowieso mit der Spitzhacke hier rüberlaufen. Ach, hier haben wir noch einen illegalen Beutel liegen. Mit 80%. Oh yeah. Das ist natürlich um einiges geiler, ne? Was? Ach so, Hofgang, stimmt ja. Ups. Ja, ich bin doch schon weg. Bitte sieh mich keiner mehr. Okay, uns fehlt noch einmal Klebeband. Wobei brauchen wir gar nicht mehr, ne? Wir haben jetzt einen illegalen Beutel mit 80%. Mehr brauchen wir nicht. Gehen wir nochmal duschen. Und dann können wir anfangen zu arbeiten. Wenn Abendappell ist, gehen wir los. Das heißt, wir werden jetzt nicht mehr 2 Tage brauchen, sondern länger. Weil wir ja die Nacht über warten. Wahrscheinlich werde ich in der Nacht irgendwann die Folge beenden müssen. Damit wir nicht die ganze Nacht lang warten müssen. Ich habe sogar die Musik heute angelassen. Ich bin heute richtig edel, ne? Meine Güte. Das heißt, vor dem Abendappell dringend noch die Puppe reinsetzen. Ich muss mir das jetzt alles nochmal vorsagen, sonst vergesse ich das. Puppe reinsetzen. Vor dem Abendappell am besten. Das wäre ganz gut. Holz. Shit, Holz, ne? Ah. Da war ja was. Da war ja was. Ja, jetzt habe ich natürlich mein Holz verloren. Das ist widerlich. Wir könnten natürlich auf gut Glück ein paar Wachen zusammenschlagen. Wir brauchen sowieso noch einen roten Schlüssel, oder? Nee, ro doch. Roten Schlüssel haben wir doch. Ach, ein Intellekt. Da war ja was. Okay, gehen wir nochmal kurz Intellekt trainieren. Oh ja, bitte. Einer muss Holz dabei haben. Ach, der arme Zweinist. Natürlich kein Holz dabei. Okay. Was zum? Was hat er mitgenommen? Er hat den Schlüssel mitgenommen! Wieso ist er reingegangen? Wieso ist er reingegangen? Oh, da lagen 3 Sachen. Was lag da? Holz! Da lag mein Holz! Was? Warum? Wieso läuft da plötzlich einer rein? Wie kommt das? Das ist doch nicht euer Ernst. Das... Jungs, warum? Warum tut ihr das? Das ist doch nicht normal, ey. Oh mein Gott. Okay, es war nur der grüne Schlüssel, den wir nicht unbedingt brauchten. Alles ist in Ordnung. Ich weiß nämlich nicht, wozu wir ihn haben wollten. Ich weiß nur, dass wir ihn haben wollten. Einer muss von euch Holz dabei haben, bitte. Ah, es gibt's doch nicht. Ah, nichts. Dreck. Einfach nur Dreck. Oh. Ich dreh nur euch. Wenn ich wenigstens den Schlüssel hätte retten können, ne? Okay. Ich meine, ich weiß sowieso nichts. Ups, schon wieder. Ich darf nicht mal am Kabel rütteln. Ich glaube, wir wollten hier mit dem Schlüssel durch und uns da oben hindurchbohren, um da Medikamente zu holen. Ich glaube, wir wollten Medikamente damit holen. Seit wann gehen Sie in den Raum? Ich muss mir die Szene gleich angucken. Okay, wir machen heute doch nochmal 2 Tage. Ich wollte heute eigentlich schon losgehen. Ich wollte mir das Holz schnappen. Nachdem ich Intellekt trainiert habe. Oder losziehen. Und da kommt da so ein Pisser rein. Ich weiß gar nicht, wer das war. Ich muss mir das gleich mal angucken. Der muss auf jeden Fall zusammengeschlagen werden. Ich gucke mir gleich nach der Aufnahme hier an, wer mir das Ding gerade weggeklaut hat. Und den Typen schlage ich erstmal zusammen.
Was ich dumm nicht, da kommt er erstmal rein. Ich habe mich da voll sicher gefühlt. So Mist. Hat jemand von euch jetzt Holz zum Anbieten? Nein, natürlich nicht. Oh, da wird jemand zusammengeschlagen. Immerhin etwas Positives. Die Kelle nehme ich definitiv mit. Na gut, gehen wir mal schlafen. Oh, ist das bitter! Vor der Nase beklaut! Oh, ich habe mein Mikro geschlagen, sorry. Das ist einfach nur der Wahnsinn, ne? Das ist einfach nur der Wahnsinn. Ah. Okay. Damit haben wir das dabei. Was brauchen wir jetzt ganz dringend? Das ist illegal. Das war illegal. Wir können das gar nicht mehr liegen lassen, ne? Eigentlich. Theoretisch. Wenn ihr den untersucht. Wenn uns das weggenommen wird, ne, dann schreie ich. Das brauchen wir nämlich für abends. Oder wir legen das erst abends rein. Ne? Wir legen das alles bei der Abendfreizeit rein, Freunde. Das ist mir jetzt zu gefährlich. Läuft da erstmal einer so ein Penner rein und klaut mir meine Sachen. Ich fass das nicht. Alles so perfekt vorbereitet, oder? Oh, du Moment doch. Wir nehmen nur die Spitzhacke mit und eine Mauer. Ups. Wobei, wir können doch alles mitnehmen. Legen das einfach hinten in den Raum rein und dann ist gut. Ich bin ja schon da. Alter Schwede. Gib mir lieber ein paar Likes. Ich bin doch schon da, ich bin schon da. Alles ist gut. Die Gewinner der heutigen Zelleninspektion sind... It's Finest und Daniel Seidel. Okay. So, 60% illegaler Beutel. Ich fühle mich so ein bisschen verarscht, ganz ehrlich. Auch uns fehlt Energie, ne? Komm, die paar Prozente holen wir noch. Können wir uns eigentlich einfach wegschleichen? Ich meine, wir könnten ja jetzt schon anfangen. Okay, wir fangen jetzt nicht an. Ist das schön, Freunde, ist das schön. Wir müssen auf jeden Fall alles vorbereiten, bevor wir abends losziehen. Denn abends sollte schon so viel vorbereitet sein, dass wir nur noch graben müssen. Und hinter der Mauer können wir wirklich ganz safe unsere Sachen verstecken. Es ist wirklich kein Problem. Hoffentlich kommt kein Wärter rein. Wenn jetzt ein Wärter reinkommt, ne, dann lache ich einfach nur. Oh. Dass er überhaupt gesehen hat. Okay, noch ist alles auf dem richtigen Pfad. Ich könnte bestimmt jemanden die Mauer einfach in die Hand drücken, ne? Ich meine, der wird mich danach nicht mögen. Aber ist auch scheißegal. Muss er ja nicht, ne? Wer will mich denn nicht mögen? Zum Beispiel hier der Nugget. Ich hoffe, das geht. Ah! Okay. Sehr schön. Sehr schön. Oder hat mich da irgendjemand verpetzt? Kann das sein? Okay, graben wir hier erstmal das Loch. Oh ja, die Schaufel hält auf jeden Fall viel aus. Ach stimmt, links wollten wir ein Lager außerdem nur noch aufstellen, ne? Okay. Dann graben wir uns hier auch nochmal durch. Sehr easy gemacht. Ach, mein Inventar ist voll. So, dann legen wir hier erstmal das hier ab. Die Erde ab. Legen hier nochmal eine Mauer hin. Holzvorrat! Oh mein Gott, wir sind sowas von gerettet. Nein, ich will's zurücklegen. Fuck. Jetzt müssen wir das Holz hier hinlegen. Okay, wir haben auf jeden Fall unendlich Holz. Aber bitte nicht vor die Tür. Wir haben jetzt unendlich Holz und unendlich Metall. Damit können wir die ganze Zeit Schaufeln herstellen. Heilige Scheiße. Das ist gut, das ist richtig gut. Die letzte Mauer wollten wir genau da oben platzieren. Dafür war der grüne Schlüssel da, ne? Theoretisch können wir uns auch einfach durch die Mauer bohren. Aber ich glaube, da ist nichts Großartiges. Glaube ich zumindest.
Naja. Ach, shit. Ich komme gleich. Bin schon auf dem Weg. Scheiße. 5 Sekunden. Nein, nein. Okay, bei 25 ist schon zu spät. Ich bin doch schon da. Gib mir lieber ein paar Likes. Dankeschön. Okay. Oh. Wer liegt denn da? Ach, da gleich. Schade. Zu spät gesehen. Okay, wir haben Nachmittagsfreizeit. Schokoriegel nehmen wir später mit. Und wir gehen mal kurz schlafen. Nur um uns einmal ganz kurz auszuruhen, ne? Kann man ja mal machen. Dann graben wir gleich schon mal. Müssen wir endlich Kästchen zählen, wenn es soweit ist? Ist möglich. Naja, wir werden sowieso später nochmal duschen gehen, da können wir uns auch nochmal ausruhen. Das schon, der wollte mich verpetzen, ey, der Kerl. Dass ich die Schaufel jedes Mal automatisch mitnehme, ist cool. Ach, das Loch ist noch da! Das Loch ist noch da! Heilige Scheiße! Wie cool ist das denn? Das Loch wurde nicht zugeschüttet. Ich habe gedacht, das ist weg für immer. Aber es ist einfach noch da. Wie viel müssen wir denn gehen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ach du Scheiße. Ach. Muss ich auch noch Streben holen. Wie cool, dass das Loch einfach noch da ist. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte schwören können, das Loch ist zu. Das ist eine coole Nummer. Ah, der Gen. Nein, doch nicht. Ah, hier wollten wir den blauen Schlüssel verwenden, ne? Apropos blauer Schlüssel, haben wir den? Nee, ne? Naja, okay. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Ich meine, den blauen Schlüssel zu finden war jetzt. Das war der türkise Schlüssel, ne? Den haben wir irgendwo schon gesehen. Ach, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich habe den Namen jetzt nicht im Kopf, aber ich weiß, wer das war. Ich muss ihn nur noch mal sehen, den Wärter, dann weiß ich das ganz genau, wer von euch den Schlüssel hatte. Das heißt, theoretisch können wir eigentlich, wenn wir den blauen Schlüssel noch diese Folge hinkriegen, können wir den Generator ausmachen. Dann gehen wir raus. Das ist nicht schlecht. Und dann gehen wir schon zu den Wärterkabinen. Und da ist halt die Kamera ausgeschaltet. Frage ist noch, brauchen wir auch gleich noch eine Uniform? Wegen den unterschriebenen Papieren oder kann ich einfach so rausgehen? Oder ist das vielleicht sogar egal? Auf jeden Fall, Tempo ist sehr wichtig für uns momentan, wenn wir jetzt kurz davor sind, echt auszubrechen. Ich hätte schwören können, wir müssen den Tunnel neu graben. Hätten wir den Tunnel neu graben müssen, Freunde, dann wären wir jetzt einige Folgen dabei gewesen. Aber wir müssen es nicht. Oh, die brauche ich nicht. Nunchucks brauche ich auch nicht. Bam, 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 bam. Na gut, den Rest kann man sich so organisieren. Okay, gehen wir duschen. Aber ich glaube nicht, dass wir einen blauen Schlüssel noch kriegen. Das heißt, wir müssen heute eigentlich auch gar nicht graben. Wir können morgen graben und dann eventuell morgen in der Folge auch noch versuchen auszubrechen. Das wäre die Möglichkeit, Freunde. Wenn ich übrigens so die ganze Zeit vor mich hinträller, dann versuche ich mir meinen Plan im Kopf nochmal durchzugehen. Nur falls ihr euch denkt, wieso summt der Zero jedes Mal das Spiel mit? Die Musik mit. Ich denke nach. Ich denke in diesem Moment, wo ich anfange zu summen, fange ich an, meinen Kopf auszuschalten für das Let's Play und denke nach über meinen Plan. Tinte brauche ich nicht. Oh, Schlaftabletten, Dankeschön. Ich meine, das Geld brauche ich nicht mehr, aber. Na, weiß ja nie. Ich versuche noch irgendwie den blauen Schlüssel zu bekommen. Zahnpasta, war das Zahnpasta? Das war Zahnpasta und Talkumpulver. Zahnpasta und Talkumpulver. Dann brauchen wir noch einen Kamm.
Talkumpulver haben wir. Habe ich mir schon was gedacht. So. Brauchen wir noch einen Kamm und ein Feuerzeug. Aber wir könnten den Novrig war das. Novrig war das. Funk Gaming hatte, glaube ich, den roten Schlüssel. Ah, den haben wir jetzt. Rexas. Z-Lord. Warum ist noch einer? Nugget. Novrig. Wo ist der Novrig? Okay, wir legen das hier erstmal beiseite. Unser illegaler Beutel ist weg, ne? Ich bin zu oft hin und her gegangen, um es zu checken, dass ich was Illegales dabei hatte, wie zum Beispiel Sand. Egal. Wir haben hier noch einen illegalen Beutel auf Reserve. Novrig, mein Freund. Hallöchen. Wo willst du denn hin? Das war jetzt nicht wirklich nachgedacht von mir. Shit. Ich lass ihn gleich fallen. Wirklich, versprochen. Ich entführe ihn erstmal. Okay, wir brauchen den türkisen Schlüssel. Scheiße, jetzt gesehen, wie ich geklaut habe, ne? Okay, kein Problem. Wir machen das hier noch. Und geben Novrig definitiv das Ding hier zurück und klauen ihm nochmal die Klamotten. Okay. Jetzt muss ich nur hoffen, dass die Wachen gleich weg sind. Shit, nein! Shit. Ich verstecke mich mal bei dir, ne? Es ist gleich Abendappell in einer Stunde. Wir müssen uns nur lang genug verstecken. Dann kann ich mich auch gleich zusammenschlagen lassen, das ist gar kein Problem. Bim, 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 bim. Abendfreizeit. Vielleicht schaffen wir es auch so. Darf nur kein Wärter kommen. Okay, wir müssen uns zusammenschlagen lassen. Hey, schlagt mich, Freunde. Schlagt mich. Ich leg mal kurz meine Waffe zur Seite, nicht, dass ich alle zusammenschlage. Ist ganz wichtig, dass wir einfach cool bleiben. Keine Einzelzelle, bitte. Dafür habe ich schon viel zu viel vorbereitet. Okay, wir brauchen noch ein Kamm und ein Feuerzeug. Das machen wir morgen und dann versuchen wir morgen auch direkt auszubrechen. Oh Mann, ey. Ich drehe hier durch. Schon wieder als Feinest. Das ist echt unglaublich, der Typ, ne? Oh, der zieht den Hass der Wärter auf sich. Also echt. Okay, wir haben einen roten Schlüssel. Wir brauchen nur noch den blauen Schlüssel und dann ist alles gut. Dafür brauchen wir noch einen Kamm und ein Feuerzeug. Ah, wir haben Feuerzeug. Wir brauchen noch einen Kamm. Wieso haben wir Erde hier? So, Tinte brauchen wir jetzt nur noch. Ach, Tinte. Mitnehmen. Mitnehmen. Zero. Mitnehmen. Verdammt. Oh, fast vergessen. Die Streben brauchen wir ja so gut wie gar nicht mehr. Wobei, eine Strebe müssen wir mitnehmen. Wir haben auch nur noch einen illegalen Beutel. Also, es wäre richtig nice, wenn wir noch Klebeband finden. Ansonsten kriegen wir das ganze Zeug nicht rüber geschafft. Gucken wir mal. Einen illegalen Beutel brauchen wir. Wir brauchen das am besten. Wobei, die Schaufel würde reichen, ne? Die Schaufel reicht bestimmt. Eine Strebe. Und dann haben wir noch den blauen Schlüssel. Dafür nehmen wir einfach stellvertretend mal den blauen Schlüssel hier. Das heißt, es reicht. Es reicht, es reicht. Gut. Sehr schön. Gut, Freunde, ich würde sagen, dann sehen wir uns morgen zu einer neuen Folge und hoffentlich brechen wir dann aus. Seid gespannt, ich bin's definitiv. Haut rein, euer Zero. Tschüss.